Das Team der Woche in der Nationalliga A, das sind ganz klar die Rapperswil-Jona Lakers. Dreimal haben sie gespielt in dieser Woche, dreimal haben sie gewonnen. Die Lakers starteten am Dienstag mit einem Torfestival in die Woche. 10:2 gewannen die St. Galler gegen Servette. Erfolgreichster Torschütze war Mariusz Czerkawski. Dem Polen gelangen in diesem Spiel gleich 3 Treffer. Am Freitag erzielten die Lakers nur noch halb so viele Tore. Dennoch reichte das zu einem komfortablen 5:3 Heimsieg gegen Ambri Piotta. Gestern in Bern gelang den St. Gallern dann der größte Coup der Woche. In der Bern-Arena gewannen die Lakers gegen den SCB mit 4:1. Das siegsichernde 3:1 gelang Stacey Roos zu Beginn des dritten Drittels. Ja, und so Doppelrundenspiele am Freitag und am Samstag sind für die Hockeyspieler etwas Normales. 2 Spiele innerhalb von 24 Stunden und dazu natürlich noch die ganze Reiserei. Und der Trip von der Rapperswil-Jona Lakers gestern und vorgestern, da hat Degola Späni für uns mitgemacht. Also nicht als Flügel von der Rapperswil-Jona Lakers, sondern als Flyer für uns. Regula, was hast du erlebt? Ja, ganz lange Tage, wie die Spieler und Trainer und Betreuer auch. Wir sind vom Schluss vom Spiel am Freitag gegen Ambri bis am Schluss vom Spiel gegen Bern mit dabei gewesen, hautnah. Und angefangen zu drehen haben wir eben bei der Schlusssirene zu Rapperswil-Jona nach dem Sieg von Ambri. Und nach dem Spiel ist vor dem Spiel, das ist der Andi Hüppi, der Masseur, aber Dreh- und Angelpunkt, wenn es um die Pflege der Spieler geht. Und wenige Minuten nach Spielende sind sie da schon eben am Pflegen. Dass Stacey Roos, die Probleme hat mit den Adduktoren und jeweils gerade Eis überkommt. Ebenso der Brady Murray, der mal rechts, mal links in den Schultern Schmerzen hat und dann ebenfalls mit Eis behandelt wird, dass man halt eben dann am nächsten Tag fit ist. Und dann, wie wir wissen, sofort essen in der Garderobe. Da kommt dann die Hüppi mit Dessert. Das sind Proteindrinks, was zum Dessert überkommen. Und dann wird natürlich noch dehnt und erholt und ein bisschen runtergefahren und so weiter und so fort. Es war relativ erstaunlich ruhig in dieser Garderobe nach dem Spiel. Eben, das war ja eigentlich nach einem Sieg, aber da wird ja nicht irgendwie noch gefeiert und das locker genommen, sondern man ist schon voll fokussiert auf den nächsten Tag. Ja, sie haben dann nach dem Spiel schon haben die Türen zugemacht, haben wir nicht rein dürfen, haben wir schon gehört, so, wow, wow, weißt, haben sie so ein bisschen gejubelt. Und nachher war es aber relativ schnell wieder ruhig gewesen und man hat oben runtergefahren und sich entspannt, ja, weil man gewusst hat, am nächsten Tag hat man wieder Training, muss am 9. Uhr wieder auf der Matte stehen und am Samstagmorgen sind dann auch am 9. Uhr alle wieder pünktlich da gewesen und haben sich vorbereitet, guter Laune, weil so ein Sieg im ersten Spiel ist enorm wichtig, wenn sie verlieren, sie sind hässig und mufflig und redet nicht viel. Und dann ist es da wie so ein Wellness-Hotel, macht Andi Hüppi eine Fango-Packung bereit. Viele Spieler haben im unteren Rückenbereich Probleme und tönt sich so aufwärmen mit diesen Fangos, da das Stacey Roos. Der hat ein Problem mit der Hüfte und mit dem Gesäßmuskel. Und Andi Hüppi tut ihm eigentlich von jedem Spiel und jedem Training das lockern. Gestern? Der Noel Guya, der sagt, er hat das Rippli angeknackst und Schmerztabletten bekommt. In der NHL sagen wir ja zu gewissen Medikamenten, das sind Candies, oder? Und da hat vor 2 Jahren der Stacey Roos zum Jean-Guy Trudel einen Schlag auf den Bizeps bekommen, dann hat die Zähne verletzt und jetzt tut er das ein bisschen stabilisieren, um den Bizeps zu entlasten mit einem Tape am Unterarm. Also hast du irgendwie nicht das Gefühl, dass du sagst, in einem Lazarett? Also da hat ja jeder irgendwas, wo irgendetwas. Ja, es könnte noch viel schlimmer sein, gell? Die auskugelte Schulter, es gibt Sachen, die man muss nehmen. Das ist alles nicht passiert. Also sie sagen, das ist nicht passiert in diesen 2 Spielen, wenn du so willst. Das sind halt so Sachen, die immer haben und wo normal sind, der tapet Stacey Roos jedes Mal den Unterarm ein. Das ist einfach Routine, ja genau. Aber ein Problem haben sie gehabt, und zwar der Niklas Nordgren hat am Dienstag gegen Servette eine Hirnerschütterung eingefangen und hat am Freitag gegen Ambri gleich gespielt. Aber nach dem Spiel gegen Ambri hat er gemerkt, etwas ist nicht so gut. Und dann ist natürlich die Diskussion losgegangen, soll er am Samstag in Bern spielen oder nicht. Er wollte eigentlich ausschlafen und dann zu Bern probieren. Und dann hat der Bill Gilligan gesagt, nichts, ich will dich im Training sehen, du kommst es probieren und mit den Ärzten reden. Und dann entscheiden wir im Training. Also ist der Niklas Nordgren gekommen. Hat ein bisschen trainiert, aber sie haben gesagt, wir müssen mit den Ärzten reden. Not better.
Andi Hüppi hat dann ihm gesagt, ich habe mit zwei Ärzten telefoniert, die wollen mit dir selber am Telefon reden, um das einschätzen. Du musst ihn noch anrufen. Okay, then we can give him a call. Und das hat der Niklas Nordgren dann auch gemacht, mit beiden Ärzten geredet. Hi, this is Niklas. Aber sie sind immer noch nicht zu einem Schluss gekommen. Und am Nachmittag, dann, bevor sie abgefahren sind, ist der Dr. Lendi gekommen und hat mit ihm neurologische Tests gemacht, um noch definitiv entscheiden, kann er spielen oder kann er nicht. Weil der Bill Gilligan hat einfach wählen sicher sein. Okay or not, and then we'll see. Okay. Also muss man ja bei einer Hirnerschütterung ist eine sehr gefährliche Sache natürlich. Also dass er ja schon mit der Hirnerschütterung gespielt hat am Freitag, kann ja schon ganz gefährlich sein. Wie ist es denn? Wer muss man da bremsen? Ist es der Spieler, der sagt, ich will lieber nicht? Der Trainer sagt, mal, wir brauchen die, oder ist es eher der Spieler, den man muss bremsen? Nein, ja, der Spieler, der sagt, ich will spielen, und der Ärzte, die sagen, ihm das müssen verbieten. Jetzt in dem Fall war es ja noch speziell, dass der Eloranta am Freitagabend sich eine Verletzung eingefallen hat. Man wusste, er kann in Bern nicht spielen. Also hat mit dem Nordgren einen zweiten Ausländer gefehlt. Das hätte geheissen, dass die drei anderen in Bern überdurchschnittlich forciert worden wären, was wieder Verletzungen hätte nach sich ziehen können. Und so kommt der Arzt natürlich aus meiner Sicht ein bisschen klabrutzen. Und ich habe ihn dann auch gefragt, schauen Sie jetzt so oder schauen Sie ein bisschen so bei dieser Diagnose? Und dann hat er gesagt, ja, ist schon heikel, aber ich tue medizinisch entscheiden und ich schaue nicht auf die Zeiten. Und sie haben dann entschieden, dass der Nordgren spielen kann. Und wie ist es gegangen nachher in Bern? Er hat dann einen Assist-Punkt gebucht und es ist also gut gegangen in dem Sinn. Und gehen wir zurück zum Andi Hüppi, oder? Weniger Problem. Die sind vorausgefahren, der Mannschaft, sind um die 5 Uhr in Bern gewesen, haben angefangen einrichten mit einem so einem Zaubertränkchen, wo ein Ernährungserziehungswissenschaftler. Wieso kommt mir das jetzt in den Sinn, wenn ich dich sehe? Ein Ernährungswissenschaftler, speziell exklusiv für die Lakers zusammengestellt hat, und das hat er parat gemacht. Jetzt läuft die Maschine nicht. Ja, das sind die speziellen Vitamine. Das sind die nie gut aussehen, aber so wahnsinnig viel bringen. Er tut es dann auch verdünnen, oder? Und die sind eben jetzt in diesen Doppelrunden natürlich speziell wichtig. Die tun sie so ein bisschen aufmuntern. Und das ist dann der Gabentisch, oder? Da hat es dann noch andere Sachen zum Essen und zum Trinken. Für jeden Geschmack etwas, damit auch ja alle zufrieden sind. Dann wird massiert, Marco Streit hier auf dem Schragen. Marius Tschaikowski kommt und dann redet so über nicht jugendfreie Sachen. Aha. Aber die Stimmung ist da natürlich noch locker. Dann tut der Tschaikowski denen. Jeder hat natürlich ein bisschen andere Wünsche, was er mit dem macht. Und dann merkt man so vor dem Spiel, jetzt ist wenige Minuten vorher ist es ruhig. Der Andi Hüppi geht noch mit einem Päckchen Kaugummi rundherum. Das ist so ein Ritual, schaut jeder mit den Augen und versucht dann noch so ein bisschen positiv zu motivieren. Also er ist der Spieler eigentlich viel näher in diesem Moment als der Trainer. Hat alle Hände voll zu tun. Und in der Pause sind sie dann wieder reingekommen. Du hast ja quasi gewartet in der Garderobe. Hast quasi geschaut, bis sie wieder kommen. Ja, genau. Wobei sie haben sich schon ein bisschen an uns gewöhnt. Also ist es nicht. Immerhin. In der Pause war es dann so, dass Stacey Rouse ein bisschen spät dran war. Er hat ihm dann geholfen, das Leibchen anmachen, damit es nicht in die Hose geht. Sonst haben die Sponsoren keine Freude. Und dann nimmt er da noch ein bisschen Carmol, oder? Ein Schlückchen. Mehr als 2-3 Tröpfel ist hochprozentiger Alkohol. Kennst du ja. Und, aber jetzt muss man nicht verschrecken, weil denkt, hochprozentiger Alkohol ist raus und hat 2 Minuten später das 3-1 geschossen. Freude auf der Bank und natürlich in der Garderobe dementsprechend gross. Ja, das hat geholfen bei der Rapperswil Jana Lakers. Du, danke vielmals für die Blicke in der Kulissen. Und man soll jetzt noch sagen, hochprozentigen Alkohol, einen Trink, den ich noch nehmen müsste, um meine und so weiter. Danke, Regula. Was soll ich jetzt noch sagen?